Ja, völlig lautlos, aber es geht um den Schall. Ein Grund für viele Motorradkontrollen ist ja der Lärmpegel vieler Motorräder. Und hier haben wir mal so ungefähr den Messaufbau. Die Polizei misst ja im 45-Grad-Winkel zum Auspuff in 45 Zentimetern Entfernung, also da, wo meine Hand jetzt hier ist. Da messen die quasi, wie laut dein Motorrad ist. So. Und da gibt es eine riesen Ungerechtigkeit, finde ich jedenfalls. Es gibt keine einheitlichen Lärmstandards quasi. Also die hat eine völlig andere Vorgabe, was sie an Lärm erzeugen darf, als der Crossi hier zum Beispiel. Die 125er wieder eine andere, die Harleys haben wieder eine andere, alle unterschiedlich. So. Die Polizei misst jetzt also da zum Beispiel oder würde messen da und würde einen zu hohen Schallpegel messen. Dann zieht sie 5 Dezibel ab von der Messung. Die müssen 3 Messungen machen, die dürfen sich nicht mehr als 2 Dezibel unterscheiden, dann sind sie gerichtsverwertbar. Sie zieht dann 5 Dezibel quasi zu unseren Gunsten ab und dann dieser Wert wird vorgeworfen. Ja. So. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich weiß jetzt die Werte nicht genau hier für diese Maschine, aber nehmen wir mal an, die würde jetzt 90 Dezibel ausstoßen dürfen und die messen 97. Dann ziehen Sie davon 5 ab, bleiben 92, 2 vorwerfbar. So, dann würde ich Strafe bezahlen. So. Es gibt aber Motorräder, ganz, ganz viele Harleys zum Beispiel. Ich will nichts gegen Harleys sagen, aber also man muss nun mal auf ein Motorradtreffen fahren oder ein Motorradtreff fahren, dann hört man da schon quasi die Nachtigall trapsen. Ja, so. Es gibt Harleys, die haben, oder andere Motorräder, italienische Sportler oder sonst irgendwas, die haben 97 dB als Grundwert quasi. Das heißt, die dürfen also 102 haben, dann ziehen sie 5 ab, dann sind wir bei den 97, die wären dann im Rahmen. Ja. Und wir müssen uns mal vor Augen halten, 10 dB, also 10 Dezibel ist eine Verdoppelung des Schalldrucks, also der Lautstärke. Ja? Das ist doch irgendwie nicht gerecht. Ja? Und das sagt auch die Polizei. Wir müssen Leute laufen lassen, die viel, viel lauter waren, deren Auspuff viel, viel lauter war, als der Nachfolger, der war vielleicht 5 dB leiser, also die Hälfte des Schalldrucks. Aber der hatte halt eben weniger eingetragen als zulässigen Schalldruck. Als zulässige Lautstärke. Ja? Das kann es doch irgendwie nicht sein. Da stimmt doch was nicht. Das ist doch nicht gerecht. Finde ich jedenfalls. Ja? Ich weiß nicht, inwiefern das machbar ist, technisch machbar ist, einen generellen Wert festzulegen. Was weiß ich, 95 dB. Oder 94, an die müssen dann alle Motorräder sich halten. So, und wenn ich dann bei 94, was weiß ich, 105 messe, dann ist das Ding zu laut. Oder 100 messe, dann ist es zu laut. Ja? Aber so ist doch ungerecht. Ja? Das stimmt doch irgendwas nicht. Oder sehe ich das falsch? Du kannst mit einer um 4, 5 Dezibel lauteren Kiste in eine Kontrolle geraten und hast nichts falsch gemacht und der Kollege kommt mit der 4, 5 Dezibel leiseren Maschine dahin und hat was falsch gemacht. Das stimmt aber nicht. Also, da muss man ja ganz einfach gestrickt sein, nur um das zu erkennen. Das wollte ich nur mal angemerkt haben, weil Lautstärke betrifft uns eigentlich alle jetzt und die wird uns in
kommender Zeit noch mehr betreffen. Neben Geschwindigkeit natürlich. Wollte ich nur mal, festgehalten haben. Danke fürs Gucken.